So. Ein Säuresee haben wir jetzt hier vor uns. Eieieiei. Und jede Menge Flammen fallen. Ja klar, ich meine, Säuresee allein reicht ja nicht. Wir brauchen noch ein paar Flammenwerfer, damit der Spieler sich richtig abfuckt. Ne? Und Scharfschützen. Okay, Leute. Langsam wird's interessant, würde ich sagen. Zur Strafe gibt's Kaugummi ins Haar, mein Freund. So. Ja, es sind immer Sparschweine. Guckt mal. Dass mir das die ganze Zeit nicht aufgefallen ist, ist außerordentlich witzig. So, okay. Jetzt dürfen wir den ganzen Scheißweg wieder zurückgehen. Ja. Na. Uff. Uhuhu. Okay. Nach links. Ich mag die kleinen tapsigen Schwimmbewegungen, die er macht. Hui. 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 Ja. Okay. Kommen wir eigentlich mit unserem neuen Unterwasser-Bohrer-Dash auch gegen diese krassen Strömungen an, die es hier teilweise gibt? Ich glaube schon, ne? Zwei Wege. Natürlich gehen wir erst den da hinten. Natürlich. Ja. Ich habe auch ein paar Tricks drauf, Leute. So. Haben wir uns die auf dem Hals geschafft? Okay. Die Frage ist nur, wo sind wir denn jetzt schon wieder gelandet? Nein. Dagegen. So. Ja, wo geht's dahin? Das wollen wir natürlich auch rausfinden. Das Spiel macht mich fertig. Das Spiel macht mich einfach fertig. Okay. Krass. Ja. Also, wir holen uns erstmal das hier. Ich will wissen, was da ist. Und danach. Na, kommst du da nicht mehr hoch? Wir kommen hier nicht mehr hoch. Okay. Interessant. Ja, wir wollen erstmal wissen, was es da noch gibt, und dann gehen wir diese optionalen Wege, die ja hier direkt um die Ecke sind, mal ab. Faust. Ja. Ah, okay. Da wären wir auch durchgekommen. Interessant. Doppelweg. Gucken wir erstmal, was der erste Weg hier noch für uns bereithält. Diese hier. Schöne kleine Unterwasserhöhle mit Pflanzensamen. Ah ja, und schießenden Mauerblümchen wollte ich schon sagen.
Autsch. Die machen nicht wenig Schaden. Mhm. Wisst ihr was? Ich glaube, diese Schweinchentruhen sind so eine Art Hommage an die Mimiktruhen. Also, ja, in dem Fall meine ich jetzt die Froschmann-Truhen hier. Die Froschmann-Sparschweinchen. Gott. Die sollen dich ja ködern. Und dann kommt der Froschmann um die Ecke und greift dich an. Und das ist so eine Art Hommage an die Mimiktruhen in Dark Souls. Gehe ich mal fest von aus. Ne? Aber das ist das gleiche Prinzip natürlich. So, hier oben waren wir jetzt auch. Jetzt gehen wir hier lang. Gehen in diesen Knödel hier wieder und versuchen die beiden Türen aufzubrechen und gehen hier rein und gucken, was da ist. Und dann geht's endlich Richtung Main Story. Ja. Jetzt müssen wir aber erstmal da wieder hinkommen. Genau, das machen wir so. 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 Reparieren bitte. Einmal putzen, waschen, reparieren. Liken, abonnieren, Glocke aktivieren und so weiter. Okay. Ja, da geht's in die... Sieht ein bisschen aus wie ein Turbolader. Und zack. Oh, Kopf gestoßen. Okay, ich bin gespannt, ich bin wirklich sehr gespannt, weil das wirkt sehr wichtig, dieser abgesperrte Bereich da oben. Oh, danke. Die haben mir gerade die Tür aufgebrochen. Ja, das ist ja, seht ihr es? Das ist sowas von falsch. Da ist doch auch ein Schild vorne dran. Ich habe wieder nicht drauf geachtet. Ist das bei jedem Sparschwein so oder? Komm, fuck it. Okay, es ist kein Froschmann. Haha, dafür kommt jetzt der Froschmann. Aber auch er hat keine Chance gegen uns. Komm, ich lass dich sogar aufstehen. Noch mehr? Anyone? Nein? Okay. So, hier aufpassen. Hier gab es diese Raketenfische. Ah, die können uns auch gar nichts. Da ist unser Ziel. Es ist einfach überwältigend, wie viele optionale Wege es in diesem Spiel gibt. Das ist krass. Man ist hier auch wirklich lange, lange beschäftigt. Wenn man so gut wie alles haben möchte. Ja, man kriegt hier richtig was geboten fürs Geld. Absolute Kaufempfehlung. Wenn man kein Problem damit hat, ab und zu aufs Maul zu kriegen. Genau das wollte ich machen. Ich wollte den Typen durch die Bodenluke durchbashen. Okay, das war unser Weg, den wir nochmal gucken wollten. Ja, genau. Außer ein bisschen Geld. Das ist fies. Ja, okay. Hat sich nicht gelohnt. Hat sich meines Erachtens nach nicht gelohnt. Da gibt es dann noch was zu holen. Das kriegen wir dann über den großen Rückweg wahrscheinlich hin. Jetzt gehen wir erstmal da lang, wo wir schon seit gefühlt 10 Folgen hin wollen. Und was suchen wir hier unten genau? Einen weiteren Spark, ne? Wenn wir Lady Q glauben sollen. Gibt es hier unten einen weiteren Spark zu finden?
Ich habe aber nicht so ganz verstanden, warum wir den suchen, ehrlich gesagt. Vielleicht habt ihr es gecheckt. Aber ich leider nicht. Okay, jetzt bloß nicht verirren. Wir gehen unten durch den Turbolader wieder durch. Na komm schon. Ja, ja, klar. Pünktlich zum Essen. Kommt der Typ um die Ecke. So, dann nach rechts. Dann sind wir ja schon da. Sind wir ja schon da. Genau, und da kommen wir natürlich... Ah, wir speichern da oben nochmal. Weil es könnte natürlich auch sein, dass es jetzt hier direkt in den Bossfight geht. Und dass wir nicht dann wieder so den ganzen Weg latschen müssen. Bietet es sich an, hier kurz rasten zu gehen und kurz mal auf die Karte zu gucken. Ja, da geht es natürlich auch noch weiter. Krass. Aber vielleicht kriegen wir jetzt auch hier einfach ein Item, was uns zum Weitergehen hilft. Ja, Mann. Es geht wirklich. Geil. Du auch? Krass. Okay, gibt es einen neuen Upgrade-Item? Ne, die können wir, die gehen nicht kaputt. Interessant. Okay. Okay, das geht nicht so einfach. Interessant, wie kommen wir denn da lang? Wir müssen da runter zu dem Fisch. Oh, das ist aber gar nicht so einfach, dahin zu kommen. Stellt euch vor, wir müssten das ohne Sauerstoffmaske machen. Ja, es geht, es geht, es geht, es geht, es... Oh, krass. Mit ein bisschen Gewalt und Rumgefrickel geht's. Okay, da gibt's noch was Cooles. Ich sehe es nur leider nicht. Ich glaube, es ist direkt da. Da müssen wir reindashen. Okay, das wird schwierig. Das wird nicht so einfach. Yes! Direkt auf Anhieb. Gut. Gut, 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 gut. Das war eine Data Disk. Stark. Das habe ich stark hingekriegt. Bam. Okay, da gibt es wieder Kampftaucher. Die sind übel, die Typen. Aber die haben ferngelenkte Angriffe. Okay. Halb so wild, aber die machen ganz schön Schaden. Da ist eine Luke, die geht vermutlich nur mit einem Hebel auf. Ja. Okay. Und hier gibt es noch was Feines. Ja, das kann schon ein bisschen überfordernd sein hier ab und zu. Diese ganzen optionalen Wege. Weil du musst dauernd eine neue Entscheidung treffen. Wo willst du als nächstes hin? Guck mal. Ui. Bam, da will ich als nächstes hin. Es hat nicht geklappt. Alter. So. Und es tun sich immer mehr Wege auf und man weiß nie so richtig, wo soll man jetzt als nächstes hingehen. Das ist echt viel. Das ist ganz schön viel. Okay. Hab ich da Bock drauf? Ah, shit. Du Sau. Okay. Alles klar. Ja, genau. Okay. Mhm, aha, alles klar. Das ist ja mal richtig asozial hier.
Mann. Mhm. Ah ja. Mhm. Mhm, ja, ja, ja. Ja, alles klar. Alter. Und jetzt den ganzen Weg zurück. Nee, es geht einfach weiter. Nur schneller jetzt. Oh Mann, oh Mann. Was ist das da oben? Asoziale Minen natürlich. Was sonst? Ich mag es nicht. Nein, ich mag es wirklich nicht. Das Treiben hier. Ganz und gar nicht. Oh, Leben. Gib mir. Okay. Pflanzensamen. Und aufwärts. Wuhu. Oh, das war furchtbar. Das war einfach furchtbar. Noch mehr Leben. Gut, dass wir es aufgehoben haben. Hier oben gab es noch eins. Meine ich. Ja, ja, ich habe hier noch eins aufgehoben. Oder? Habe ich gedacht, ich hätte hier noch eins aufgespart. Habe ich leider nicht getan. Egal. Sollen wir das speichern, dass wir es geschafft haben? Ja. Ja, ja. Das sollte man schon machen. Sonst darf man das ganze Gedöns nämlich wieder machen. Wenn man jetzt stirbt durch irgendwas Doofes. Das ist nicht cool. Das ist nicht cool. Okay, da geht's nach oben. Hi. Okay. Leichteste Übung. Ein Poster mit einem bösen Hasen drauf. Meteor Rabbit. Krass. Okay. Ich habe keine Ahnung, wo wir hin sollen. Jetzt doch durch diese riesige, verwinkelte Kaverne hier schwimmen. Oh. Das war alles optional. Das müsst ihr euch mal reinziehen. Das war alles optional, Leute. Nichts, was wir eben in den letzten drei Folgen gemacht haben, oder sagen wir in den letzten zwei Folgen, war Progress. Das war optional. Ich find's absolut krass. Ich find's auch ein bisschen übertrieben. Ich dachte ja schon, das hier ist riesig. Aber das hier, das droht wirklich noch riesiger und verwinkelter zu werden. Krass, 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 krass. Naja. Gut. Ich würde sagen, das soll es für heute erstmal gewesen sein. Ihr habt mitbekommen, ich habe ein paar kürzere Blöcke aufgenommen. Ich wollte einfach mal testweise schauen, wie das so ankommt. Und wie sich das so vom Upload her verhält. Und ja, lasst gerne einen Kommentar dazu da, ob euch das besser gefallen hat oder wie es euch generell gefallen hat, dass die Blöcke so 20 Minuten lang waren. Wie gesagt, ein bisschen rumexperimentieren schadet nicht. Immer mal ein bisschen was Neues ausprobieren und gucken, wie es ankommt. Das lohnt sich doch immer. Ich danke euch sehr fürs Zusehen. Lasst mir gerne ein Abo da, wenn ihr weitere Let's Play-Projekte verfolgen wollt, nichts mehr verpassen wollt. Und bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao!